Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 7. Jetzt 7.6.1, es gab wieder Fixes, Patches und naja, mehr Fixes und man hat einiges repariert an Problemen, die ich nie hatte. Ich habe noch was gesehen, was ich euch zeigen möchte. Das Herstellen ist ein bisschen schwieriger geworden. Von den Konserven. Wir brauchen jetzt immer Mais. Und dazu kommt bei den Fleischkonserven 2 Rohsfleisch, kennen wir. 4 Tomaten, das ist mehr geworden. Gereinigtes Wasser, Stahlplatte ist egal. 2 Mais. Hier unten Gemüsekonserven, 4 Tomaten, 2 Durian, 2 Kürbis, 2 Mais. Mais war noch gar nicht drin und Tomaten, Durian und Kürbis waren wir gleich. Wir müssen mehr Tomaten anbauen. Oder wir reißen hier jeweils eine Reihe ab. Und pflanzen die neu. Heißt, die Reihe abreißen. Ja, alles unreif habe ich alles geerntet. Ich habe Konserven draus gebastelt. Und mach mal Tab. Hier unten sind ein paar Konserven. Sind ein paar im Kühlschrank drin. Hier habe ich wieder Pandagen gebaut. Ja, also ich wäre schwer dafür, hier eine Reihe davon abzureißen. Dann 2 Reihen hier abzureißen, davon eine Reihe hier wieder zu bauen und dann haben wir hier sozusagen 2 Reihen mehr Tomaten. Die Tomaten da hinten waren extra für Fleischkonserven, die haben jetzt nicht mal mehr mit gereicht. Insgesamt für... Die sehen aber traurig aus, die Pflanzen, oder? Boah, die hängen ja ganz schön durch. Hat nicht mal alles gereicht für Durian... Für die Gemüsekonserven im Kühlschrank habe ich hier noch 36 Kürbis, 36 Durians. Oh ja, zu essen haben wir hier noch. Guck, da, das ist... Hier habe ich schon mehr als 20 wieder reingepackt. Hier habe ich auch wieder aufgesteckt. Wir hatten schon nur noch 10. Macht die nächste. Das hier habe ich extra drin gelassen im Inventar. Das wollten wir in die 2, in die Fabrik packen. Immer raus mit dem Mist, solange wir es noch da haben. Da haben und da haben. Eine Pistole T1, T0 brauchen wir nicht. Die Stahlplatten wollten wir raus haben. Die gehärteten wollten wir raus haben. Damit haben wir Kupferbarren. Die schmeißen wir auch gleich mit rein. Satium schmeißen wir hier mit rein. Das können wir jetzt hier gut gebrauchen, denn auch hier habe ich einiges vorbereitet. Goldmünzen. Automatisches Bergbaugerät, damit haben wir das zweite. Railguns, Kugeln habe ich gebaut. Schon mal vorsichtshalber für unsere Railgun. Dann habe ich ein paar Plasmakanonenzähne gebaut für unsere Epic-Waffe, die wir gefunden haben. Und 30mm Kugeln, davon hat man keine mehr. Und 130mm Rack. Rack ist das Problem, braucht immer noch Magnesium. Solange wir es nicht in Massen finden, wird es kritisch. So, hier habe ich den Schwerkraftgenerator mal gesetzt, damit wir ihn jetzt zerlegen können. Und genauso das hier mit der Selbstschussanlage. Da haben wir wieder ein paar neue Sachen da, die wir dann hier reinpacken können. Das habe ich im Off nicht gemacht, damit ihr seht, was für Ressourcen rauskommen. Nicht, dass ich euch bescheiße. Und das heißt dann, ich habe gecheatet und habe mir irgendwelche Ressourcen erschwindelt. Haben wir ja nicht nötig. Satium habe ich mal sehr weit runtergefahren. Das braucht man für die Munition. Satium muss ich mal glatt gucken, für was wir es brauchten, damit ich es zeigen kann. Na, hier haben wir es doch gleich. Für die Raygun-Kugel. 4 Kobalt-Legierungen und 20 Satium-Barren. Man, gut, dass wir so viel Stahlplatten abgeschnippelt hatten, denn die Stahlplatten habe ich auch für irgendeine Munition gebraucht. Das war für die 30mm Kugel, jawohl. Also da immer reichlich hier das Zerlegen-Modul benutzen, dann macht das Spaß. So, wir müssen jetzt mal hier reingucken. Irgendwo hat man doch die Plasmakanone. Plasmakanonenzelle. Plasmakanonenzelle. Krass. Packen wir das mal dahin. Hier ordnen wir mal ein bisschen. Wie sieht denn das hier schön aus? Dann hat man hier drüben... Hat man das Bergbaugerät drin. Das ist richtig. Da haben wir jetzt 2. Hier haben wir die Kanone drin. Pentaxit. Für die Kanone haben wir jetzt die Munition. Richtig. 30mm. Richtig. Hier kam die Munition rein. Das dahin, das dahin.
Dann können wir hier die Railgun reinpacken. Dann packen wir mal hier oben das rein. Denn die möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Packen wir hier nebeneinander, dass wir die mal vergleichen können. Haltbarkeit ist eigentlich wumstralera. Explosionsradius 5. Feuerrate. Magazingröße 10. Naja gut, das ist maximale Reichweite 360, 400. Das ist schon mal schlecht. Aber wenn es die atmosphärische Dichte ignoriert, müsste es doch ewig weiterfliegen, oder? Es wird doch nicht verlangsamt. Achso, die maximale Reichweite wird nicht weiter zurückgesetzt. Okay, ich hab's verstanden. Du auch? Ich hoffe. Reparaturen übrig 7. Ja, das ist wohl bei einer verbesserten ist das 0, ne? Wisst ihr. Ich brauch mal Plätze in der Tasche. Was brauche ich nicht? Ein Monktorrad. Genau, Monktorrad. Den packen wir das mal dahin, wo das Monktorrad war. Packen das dahin. Machen hier mal zu. Und das Gold sollten wir vielleicht auch mal einsetzen. Und zwar hier. Dahin. Ach so, und wenn wir schon bei Neuigkeiten sind, ne? Mach mal zu, du. Die Konserven, sowas, das gibt alles und die ganzen Nahrungsmittel gibt jetzt alles Leben. Meeresalgen-Snack hat mal gesehen, ne? Nicht nur Lebensmittelvergiftung, sondern Gesundheitswert 45. Das Zeugs muss man alles mitnehmen, verdammt Axt. Stellt ungefähr 45 Leben wieder her, das ist wie eine Bandage. Da kannst du dich richtig schön voll essen. Und so eine Gemüsekonserve macht 98 Gesundheit. Hoffentlich kann man sie auch essen, wenn man schon satt ist. Ansonsten, wir sind hier schon wieder. Ja, so sollte das sein. So sollte das sein, genau. So, F2 hätten wir hier in der Fabrik noch einen rumliegen, jawohl. Objekt erzeugen. Wieso stehe ich eigentlich immer dahinter? Davor wäre doch viel besser. Ich begreife es nicht. Muss ich auch nicht, ne? Genau. Schmeiße mal runter, genau, aufs Licht. Da dürfte hier nichts ausmachen. Oh ja. Nice. Ich glaube, insgesamt muss die Buchte hier größer werden. Ui. Oh. Die Buchte meine ich mit hier. Also wirklich die Bucht. Rundrum, dass wir die alle mal nebeneinander stellen können, wa? Irgendwie ist das noch ein bisschen zu ungeordnet. Irgendwie fehlt hier auch Farbe. Was habe ich denn hier überhaupt noch nicht gemacht? Alles nicht gemacht. Mhm. Sieht cool aus. So, F2. Was braucht denn der andere in der Fabrik noch? Wollen wir das mal schnell reinschmeißen? Nö, ne? Machen wir unterwegs. Kupferbarren. Wir dürften irgendwann mal wirklich auch alles finden. Wieso schleppe ich eigentlich das Motorrad mit mir rum? Ja, sprinten ist nicht. Ich habe jetzt wieder den schweren Anzug angezogen. Damit wir dann auch endlich mal loskommen. Wir durften ja jetzt wirklich alles haben. Mittlerweile haben wir jetzt auch zwei automatische Bergbaugeräte. Da fehlen immer noch ein paar Ressourcen. Das sind jetzt nicht die Stromspulen gewesen. Das war entweder Erestrum G oder das andere Zeugs da. Von dem vielen Mist. Ja, pack mal das Motorrad da rein. Essen, Hammer, Kühlschrank brauchen wir nicht, weil ich das Gerät immer wieder abschalte. Wenn irgendwas ist, kommen wir zurückgefliegt. Genau. Das haben wir. Drücke mal P, dass wir sehen, dass wir wirklich alles haben. Wir haben Kraftstoff, wir haben Warp, wir haben Sauerstoff, wir haben Munition. 600 Schuss davon, 700 Schuss davon. Dann werden wir mal die 5 probieren. Aha. Kannst du wenn nur grob ziehen. Ja, den haben wir jetzt nicht nur umgesetzt, den haben wir mal pulverisiert. Okay, das wusste ich nicht. Tut mir leid, lieber Stein. Ist ja cool. Nice zu wissen. Nachladen kannst du jetzt nicht, weil ich nichts dabei habe. Das wäre meine Idee. Was macht denn das Ding überhaupt für einen Schaden? Dachschaden. 600? Aha.
Eins. Nein, zwei. Wenn ich mit der abkrümme, war es das. Dann zersäbe ich mir hier alles. Das hat man hier. Dafür haben wir aber nur 50 Schuss dabei. Was ist denn jetzt? Das war doch die... Hatte ich auch nicht nachgeladen. Verdammt, dafür haben wir keine Munition mehr. Das ist richtig. Dann können wir sie auch rausschmeißen. Siehste? Deswegen haben wir es doch eigentlich gemacht, damit wir das leer kriegten. Dann können wir doch auch die jetzt auf die 3 legen als Reserve. Und hier können wir irgendwas reinlegen, was wir dann noch brauchen auf die 5. Bam, 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 bam. Im Moment weiß ich gar nicht, was wir da brauchen. Ist auch nicht so schlimm, Tim, nicht? Denkst du dir bestimmt auch. Mach mal los, fliege mal los. Irgendwie habe ich gerade so den Verdacht, ich habe was vergessen. Die leichte Rüstung habe ich auch ausgerüstet mit einem Mehrfachbooster und einem Eva-Booster. Unten rechts siehst du es. Die hat man ausgerüstet. Sauerstoff haben wir dabei. Haben wir genug Sauerstoff dabei? 51er Pack, das reicht auf jeden Fall. Wir kommen dann sowieso wieder her, nach dem Omikron oder sonst irgendwas. Wir müssen immer wieder herkommen, gut. Denn, huch, jetzt. Was wollen wir hier noch machen? Wir düsen los. Wir könnten vielleicht nochmal den ausprobieren. Dann brauche ich aber ein Ziel. Wap. Was machst denn du überhaupt für ein Damage? Steht nirgendwo da, ne? F2, nee, F3. Kleines Raumschiff, Railgun. Ich hoffe mal, es fliegt jetzt nicht zu weit weg. Railgun, Schaden 160. Haben wir hier noch irgendwo ein kleines Steinchen zum Zielen? Jetzt wird es auch noch dunkel. Drehen wir bitte in die Richtung, dann suchen wir uns ein Steinchen da. Wir nur mal sehen, wie es aussieht. Da zum Beispiel. Daran kann man sich gewöhnen, oder? Krass. Ja. Klingt ein bisschen blöd, aber... Was hat das für eine Reichweite? 404. Okay, das geht auch. Und der hatte 327. Alles klar. Wenn der macht er doch auch nur geringfügig weniger Damage, oder? Macht er überhaupt weniger Damage? Moment. Kleines Raumschiff. Wir haben einen Raketenwerfer drauf. Der macht Damage 211 und das Ding macht 166. 160. What? Ja, okay. Die Munition ist leichter herzustellen. Wir haben 678 Schuss dabei. Passt. Wackelt, hat Luft. Schnell aufsetzen. Ja, weil ich im Raumschiff die Sauerstoffversorgung nicht anhab. Was bist denn du? Und das Schlimme ist tatsächlich, dass nicht mal ein Träger. Hau ab! Was trägst denn du als Träger? Will ich das wissen? Nee. Wir düsen erstmal im Düse-Düse-Sause-Schritt und sagen. M? Sektor, wo kommen wir denn hin? Skillon? Trading Outpost? Ningues? Wo ist ein Omikron? Hä? Ach, auf mehr darf ich nicht? Steuerkonsole? Nein, nicht Steuerkonsole. Warte mal, sind wir jetzt auch wirklich sicher? Kommt hier nichts irgendwo angeschwärbt? Schweine, ja, Schweinebacken. Ich kann jetzt schießen, 800 Meter, das ist gut. Was war denn das überhaupt? Sektorenkarte. Akua, Akua Mond. Skillon. Trading Outpost.
Ningguez, aber Ningguez, braucht man den nicht auch für irgendwas? Ningguez war doch Satium, oder? Ningguez Orbit, Ningguez. Kann ich gleich zum... Ne, Ningguez Orbit, da muss ich ja hin. 15 AU. Hä? Trading auf jeden Fall nicht. Gut, dann düsen wir von Ningguez weiter, wie das aussieht, oder? Haben die das jetzt hier in mehrere... Aha, wir dürfen dann hier in die linke Richtung düsen, hier in die rechte Richtung düsen, das hier einmal Außenkarte und dann weiter? Werden wir sehen. Weiß ich noch nicht, habe ich noch nie gemacht. Oder schon lange nicht mehr gemacht. Wo ist es? Da unten ist es. Ich glaube, da muss ich erstmal richtig hinfliegen, oder? Auf jeden Fall erstmal im Vollgas. 15 AU, das heißt doch, dass wir... Moment. Wie viel haben wir denn hier drin? 15 AU. Das Maximum, was wir können. Dann ist das Ding leer. Dann müssen wir erstmal wieder Zeugs bauen. Halt. Halt. V. Pentaxid haben wir nicht dabei, aber Pentaxid kann doch hoffentlich das Gerät bauen, oder? Wenn ich jetzt F drücke. Ich hab's Jetpack an. Den sollte ich hier irgendwie wieder F drücken. Ich bin schon wieder draußen. Das ist ungünstig. Ich wollte eigentlich hinten am Gerät gucken, ob ich... Das kann ich nicht. Gut, dann drück mal V. Dann müssen wir nochmal zwischenlanden, dass wir auch genug Pentaxid dabei haben. Denn wenn ich jetzt auf dem Planeten Ningguez feststelle, dass wir kein Pentaxid mehr haben, kommen wir nicht mehr zurück. Achtung, Umschlag. Mist. Ich mich mal wieder verrechnet. Hier geht's zur Basis. Notfalls bauen wir da mal schnell noch Pentaxid. Hier sind wir ja weit gekommen, wa? Genau. Kannst du da mal nachladen? Hier haben wir nachgeladen. Fein. Auf dem bleiben wir gleich mal drauf. Drehen wir ein bisschen. Die Raumschiffe müssen größer werden, dass man da auch mal aussteigen kann beim Fliegen. So, ich stehe schon auf der Bremse, verdammte Axt. Hat das ein Eigengewicht. Und wenn man weiß, dass das dann damit auch kaputt geht. Was? Jetzt, ja. Gut. Kannst du Pentaxid bauen? Du kannst Pentaxid bauen, das ist ja schon mal schön. Denn wir haben ja Pentaxid reichlich dabei. Boah. Alter Schwede, wir müssen Pentaxid auftreiben. Mache mal. Und mache mal hier und mache mal Y. Der baut doch aus einem nur eins, oder? Ah, zwei. Aber 120 Pentaxid. Schönes Ding, du. Na, das wird ein bisschen eng, wa? Den V und hoch und los geht's. Ziel hat man uns gesetzt. Krasses Ding. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ningguez, wir kommen gleich. Erstmal müssen wir hier wieder aus dem Orbit raus. Kurs setzen. Kurs ist schon wieder raus, oder was? Oder wie, oder wann? Ich fliege hier mal ein bisschen weg. So, dahin, dahin. Nee. Ningguez. Ziel erfassen, jawohl. Nö. Ningguez. Ziel erfassen. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir direkt voraus. Vollgas und. Du brauchst einen Warp-Antrieb für einen Warpsprung hier. Dafür wollten wir doch noch umbauen.
Mann, gut, dass das Ende einer Runde gleich da ist. Verdammt, der Warp-Antrieb war doch so groß, dass ich gesagt habe, ich baue ihn offline und hab's völligst vergessen. Der muss doch oben drauf. Schönes Ding. Oh, mein. Das heißt, wir müssen noch ein Dach oben drauf bauen, bevor dann oben drauf die Düsen wiederkommen, beziehungsweise. Jo. Abgeschirmt sein muss es auf jeden Fall. Ich kann jetzt das Dach nicht einfach aufmachen und den oben drauf setzen. Map. Sonst verstreuen wir uns. So, zieh mal gerade, genau, zieh mal das. Geh mal runter da und sag mal YVF. Und geh mal, wo ist denn die Ausgang? Da ist Ausgang. Geh mal raus hier. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in Alpha 7. Bis dahin, auf Wiedersehen und Krzyzikowski.